Sind Kettenbriefe wahr? Kettenbriefe stimmen generell nie. Die verbreiten immer Märchen und Lügen. Wenn wir vom Schüler-VZ euch was mitteilen wollen, machen wir das über den Klartext. Das Schüler-VZ wird also nie etwas kosten, das Schüler-VZ 2 funktioniert nicht und es gibt auch keine kleinen Mädchen, die nachts vor eurem Bett stehen werden. Was ist nach dem Datenklau mit den Daten geschehen? Also nach unserem Wissen hat jeder, der die Daten bisher hatte, diesem Einvernehmen mit uns gelöscht. Darüber hinaus ist es ganz wichtig, dass ihr regelmäßig in den Klartext schaut. Da erfahrt ihr alle Neuigkeiten, Informationen, was im Schüler-VZ gerade los ist und wir informieren euch jederzeit, wenn es neue Infos gibt, die für euch wichtig sind. Warum kann ich nicht in mehr als 100 Gruppen sein? Also mal ganz ehrlich, es gibt doch niemanden, der in mehr als 100 Gruppen diskutieren kann. Und außerdem ist es doch viel cooler, wenn du ab und zu mal aus den alten austrittst und wieder in neue reingehst, oder? Wie bekomme ich Smileys auf meine Pinnwand? Die Smileys bekommt ihr ganz leicht auf die Pinnwände. Ihr gebt einfach den entsprechenden Smiley-Code ein und schon habt ihr Smileys. Wenn ihr nicht wisst, welchen Code ihr benutzen sollt, dann sucht einfach in der Gruppensuche nach den entsprechenden Smiley-Gruppen, in denen ihr die ganzen Codes findet, die ihr nachher eingeben könntet. Viel Spaß damit! Warum ist Schüler-VZ pink? Warum Schüler-VZ pink ist? Ganz klar, wir sind eine Marke. Und so wie die Post gelb ist und H&M rot, so sind wir eben pink. Und wir finden das auch gut so. Schließlich sind wir etwas ganz Besonderes. Eine Gemeinheit ist das, eine ganz schlimme Gemeinheit. Jetzt ist der Film schon fast vorbei und wir durften noch nichts sagen. Mein Freund Z und ich, wir sind doch hier die eigentlichen Stars im Schüler-VZ. Also, was ich wissen wollte ist, wer beantwortet eigentlich die ganzen E-Mails? Ich. 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 Und ich. Na geht doch. Also alle Fragen sind beantwortet, würde ich sagen. Na dann macht's mal gut.